Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Bramble the Mountain King. Ich weiß, ich hatte mal in einem anderen Let's Play angekündigt, dass ich eigentlich ein anderes Horror-Let's Play machen wollte. Allerdings ist mir dieses Spiel gerade aktuell im Angebot über die Füße gestolpert und ich wollte schon die ganze Zeit mal gespielt haben. Deswegen seid mir nicht böse, aber ich muss das unbedingt vorziehen. Es ist aber auch nicht so lange, habe ich mir sagen lassen. Deswegen ist das nicht so schlimm. Das andere ist dafür allerdings viel länger, als ich erwartet hatte. Insofern gleicht sich das schon wieder so ein bisschen aus. Ja, ich würde sagen, wir starten dann einfach mal ein neues Spiel. Nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. Ja, und dann können wir den Jungen steuern. Sieht allerdings sehr komisch aus mit dieser oberen Ansicht. Was ich jetzt erstmal leider ein bisschen negativ empfinde, dass wir nur englische Texte haben und keine Synchronisation. Aber das ist ein bisschen blöd zu handhaben. Was kann man denn damit machen? Kann man hier irgendwie drehen oder so? Auch nicht. Ach so, doch, mit den Pfeiltasten. Ah, okay. Ja, es ist offen, aber das interessiert uns nicht. Wir hauen einfach mal alle raus. So. Kann ja sein, dass da irgendwie... Jetzt sieht es fast aus wie ein Radiergummi. Wie komme ich denn hier wieder raus? Nicht mit Escape. Wie komme ich denn raus? Hallo? Kann doch anscheinend so nichts sehen. Da ist nichts zum Lesen, nichts. Oder? Sieht so ein bisschen aus, als ob da was drin steht, aber ich meine. Ich meine, da ist nichts zum Lesen. Ich kann jetzt allerdings auch nichts drücken. Hm? Ach so! Ach, ich bin auch so blöd. Oben rechts steht R zurück. Oh. Ja, wenn das in der Ecke steht, dann fällt mir das nicht direkt auf. Aber das Wissen ist schon mal sehr wichtig, dass wir R drücken müssen. Also hier können wir gar nichts machen. Ich weiß nicht, also die Streichhölzer scheinen uns jetzt nicht viel gebracht zu haben. Gehen wir hier auch mal wieder zurück. Die wir gerade auf den Boden geworfen haben, liegen nicht mehr auf dem Boden. Ist schon sehr mysteriös. Rausgucken können wir auch nicht. Hier sind Figuren oder so. Aus dem Ersten Weltkrieg? Nee, aus... ja, ich sehe schon. Die wurden mal eben umgestellt. Okay. Gut. Dürfen natürlich auch nicht falsch stehen, das ist ja klar. So, ich bin der Olle. Ich bin der Olle, der so tut, als ob er etwas größer wäre. Und immer noch nicht so groß ist wie die Schwester. So, so. Okay, hier unten ist noch was. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. But soon the forest seemed to grow colder and darker. The girl was afraid, and she wanted to go home. But Bramble crawled around her arms and legs,
and she could not get away. And the girl was never seen again. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimor. Their mother had said before kissing them goodnight. Ja, was soll das denn jetzt? Traut er sich nicht, darüber zu gehen? Oder müssen wir jetzt hier noch irgendwas machen? Ah, Moment, da ist noch was. Soll das das Mädchen sein oder ist das jetzt der Junge? Ich bin mir nicht sicher. Ah, Moment, jetzt können wir hier was machen. The darkness outside scared him. But not being with his sister scared him even more. The nearby forest was a familiar place during the day. But at night, it was a different story. There was no trace of Lilimor, and Ulle wished he could ask the pine cones if they had seen her. Hey ho, hey ho, here's an. But if the pine cones knew about her fate, they kept it to themselves. Tanzapfen. Echt jetzt? sieht wie ein Männchen im Endeffekt aus, ne? Kann sein, dass das dann hier hochgeht. Sie wurde bedroht von anderen oder... Ja, also es sieht so aus, als ob die hier in der Luft rumschweben. Machen kann ich ja hier nichts, ne? Ich kann mir das nur angucken, denke ich mal. Wie geht's denn hier weiter? Jumpscare Nummer 1. Ist hier unten noch was oder müssen wir direkt da hochklettern? Achso, wir brauchen gar nicht klettern. Doch, ich wollte gerade sagen. Bis auf das ich nicht hoch... Ah, jetzt. Du schaffst das, Kleiner. Der Olle kann das. Warum musste man den Ollen nennen? Och komm, das sind so viele Witze für. Also jetzt mal ganz ehrlich. Der Olle. So. Ich denke mal, das wird hier jetzt noch so als Art Tutorial aufgebaut hier. Plopp. Oh, wir können wenigstens was essen. Und uns ausruhen. Sehr schön. Das bedeutet wohl, eigentlich sollten wir zu zweit hier sitzen. Kriegt man eine Errungenschaft, wenn man sich die ganzen Sachen anguckt? Das kann natürlich auch sein. Das würde mich mal interessieren. Da hinten ist eine Leiter hoch. Ich guck mal, aber ich glaube...
Man sieht hier nicht allzu viel. Hier hat es geknackt. In der Ecke. Da sieht man gar nichts. Das war nur ein Eichhörnchen. Na gut. Bei uns ist zuletzt ein Eichhörnchen auf die Auffahrt hochgelaufen. Da habe ich mich richtig erschrocken. Ich saß nämlich gerade im Auto. Ich hätte es fast platt gefahren. Aber es hat überlebt. Es hat mich ein bisschen irritiert angeguckt, aber es hat überlebt. Ist ja eher ungewöhnlich, ne, dass die Eichhörnchen hier so Auffahrten hochlaufen. So, schon wieder Streichhölzer. Was haben wir denn immer mit den Streichhölzern? Ah, Moment. Da ist ein... Wie kriege ich den denn... Ich kann den ja nicht anpacken. Oder muss ich ihn rausfallen? Rausfallen lassen. Ah. Okay. Kann man noch was anderes machen? Eine Waffe mitnehmen oder so? Püppchen. Sind das Totenpüppchen oder ist das nur der Einfachheit halber mit den Augen? Find the little more wooden figure. Och, ich habe eine Errungenschaft bekommen. Och, cool. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Also eher so beim Sammeln oder so jetzt, aber von irgendwelchen Sachen. Da sind auch nochmal welche, aber die kann man alle nicht nehmen. Na gut, dann schließen wir mal die Tür auf. Da können wir nichts machen. Bin ja direkt darauf eingestellt, dass sich hier irgendwo meine Umgebung gleich bewegt oder so. Irgendwas rausgesprungen kommt. Den ersten komisch gemachten Jumpscare haben wir schon. Was heißt komisch? Jumpscares bedeuten halt eben nur, dass man die Spannung nicht anders aufbauen kann. Komisch sind sie nicht. Oha, gibt es hier einen Drachen im Wald? Das klang jetzt... Und das sah... Oh, nein, ich wollte eh drücken. Sah jetzt auch komisch aus. Kann ich auch wieder nicht anklicken und nichts. Komme ich auch nicht hoch. Muss ich hier rum? Ich fühle mich so ein bisschen wie Gretel. Gretel. Wie Hänsel. Also von Hänsel und Gretel. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Das war jetzt aber voll abgeblockt hier. Ich war ja schon auf der anderen Seite fast. Aber dann bin ich irgendwie so wie von unsichtbarer Hand hier abgeblockt worden. Folge dem Licht. Es ist so schön. Gut, dass wir keine Motten sind. Oh, hallo. Wer ist denn die holde, versteinerte Jungfer? Guck mir rechts vor. A light in the dark. A symbol of hope. Spark of courage. Wo ich die Stimme gerade höre. Es kann sein, dass ich mich da täusche, aber ich glaube, das ist die gleiche Synchronsprecherin von The Last Campfire. Da fand ich die Stimme auch schon so geil, als sie erzählt hat. Wobei eine deutsche Synchro natürlich trotzdem schöner gewesen wäre. Aber leider, leider wollen sich die Entwickler das meistens sparen. Kann man da hochklettern? Kann ich hier irgendwas machen? Hier so den Mond anbeten? Nö, ich bin gar nicht mehr im Bild drin. Okay, gut. Bevor wir doch noch Selbstmord hier begehen. Ich weiß ja nicht, ob der da runterfallen kann oder nicht. Gehen wir mal hier hoch. Das ist Gesang. Ich komme, Gretel. Ich komme. Sing weiter. Vielleicht ist es ja eine böse Meerjungfrau, aber trotzdem, ich komme. Die von der Realverfilmung von Disney. Das ist ja auch so eine böse Meerjungfrau. Nein, ich wollte gucken, ob ich das links nehmen kann. Mann. What do you have there? Lilimur asked. It glimmers beautifully. What a strange rock.
light as a feather. She investigated closely. Let us play, little brother, Lillemor bubbled. See if you can knock down this pine cone. Nein, kann ich nicht. Oh Gott, zappel doch nicht so. Hallo? Sollst nicht so zappeln. Und jetzt gib mir mein strahlendes Ding wieder. Mein strahlenden Stein. Ich will... So. Ich will nicht weiter üben. Muss ich üben? Sag mir bitte nicht, wir kriegen noch Gegner, wo wir das für machen müssen. Oder dass wir vielleicht was runterwerfen müssen. Das kann natürlich auch sein. Okay, bewegende Dinge sind nicht so gut. Wobei, bewegt hat er sich ja schon. Das dauert immer 2 Sekunden, bis der das dann schießt, nachdem ich gedrückt habe. Also muss ich am besten direkt... Ja, direkt draufdrücken. Wenn er noch gar nicht in der Nähe ist. Okay. Werde ich niemals im Kampf hinkriegen, aber... Nochmal? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.